So, und jetzt als Nächste kündige ich an die Simone Peters. Simone Peters vom ersten Tag an mit dem Widerstand. Auf vielen Demonstrationen hat sie schon immer auf die Chöre eingestimmt, die ich angestoßen habe am Leittransparent. Schön, dass du da bist. Wir sind heute hier, weil wir CETA und TTIP ablehnen. Wir wollen nicht, dass Hinterzimmerjustiz, intransparente Verfahren, Aufweichung von Standards hier an die Tagesordnung kommen. Wir fordern die Bundesregierung auf, dass sie endlich die Interessen der Kommunen, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die Interessen der kleinen und mittleren Unternehmen ernst nimmt und unfaire und intransparente Handelsabkommen stoppt. Wir wollen, dass heute im Bundestag ein klares Signal davon ausgeht, dass sich Deutschland dagegen stellt, dass Entwicklungs- und Schwellenländer bei Abkommen mit den Amerikanern oder den Kanadiern außen vor bleiben, dass sich Deutschland dagegen stellt, dass unser Vorsorgeprinzip, das wir hart erkämpft haben auf der europäischen Ebene, dass dieses Vorsorgeprinzip ausgehöhlt wird. Wir wollen, dass Verbraucherstandards, dass Standards im Umwelt-, im Sozialbereich erhalten bleiben. Wir wollen, dass die kommunale Daseinsvorsorge erhalten bleibt. Und wir wollen, dass auch kleine und mittlere Unternehmen ihr wirtschaftliches Handeln weiter organisieren können, ohne von Sonderklagerechten der Konzerne überrollt zu werden. Deswegen ist es wichtig, dass die Bundesregierung ganz klar im Europäischen Rat sagt, stopp CETA, CETA nicht zustimmen und stopp TTIP. Spätestens TTIP-Leaks hat doch gezeigt, was in diesem Abkommen alles drinsteckt. Das wollen viele große Teile der Amerikaner nicht, das wollen wir nicht. Wir haben zu CETA einen Brief der kanadischen Grünen bekommen, die uns nochmal auffordern, seid dagegen, haltet ein. Das heißt, es ist nicht nur ein Interesse Europas, sondern es ist im Interesse vieler Amerikaner und Kanadier, dass wir diese Abkommen stoppen und dass wir zu einem fairen Handelsregime in der globalen Welt kommen. Das muss unser Interesse sein. Deswegen sind wir heute hier. Klares Signal an die Bundesregierung, CETA und TTIP, nein. Vielen Dank, Simone.